Normalerweise ist es ja mega einfach, um fürs Open Air St. Gallen zu packen. Oder? Man nimmt einfach Gummistiefel mit und ist auf der sicheren Seite. Aber was macht man, wenn es so heiß ist und irgendwie kein Schlamm umeinander hat? Was nimmt man für Schuhe mit? Darum schauen wir heute mal ein bisschen genauer runter. Was findest du, sind die besten Schuhe für das Open Air St. Gallen? Ganz klar Adilette. Das ist einfach die besten Schuhe allgemein. Winter, Herbst, Frühling, ist egal. Einfach Adilette immer anlegen. Ah ja, habe ich jetzt gedacht, jetzt muss ich mal zwei Schuhe mitnehmen. Sonst habe ich immer Flipflops mitgenommen. Aber es hat immer Schlamm gegeben. Was würdest du für Schuhe empfehlen? Zwei wegen den Fußnägeln. Ja, bequeme zwei Schuhe, weil wenn es hier rumkumpelt an den Konzert, ist es nicht so angenehm. Ich würde Vans empfehlen. Am Abend Vans und sonst tagsüber Adilette oder Flipflops. Was sollte man für Schuhe anziehen? Ja, manchmal gar keine, manchmal einfach Vans, weil Vans ist das Beste, was es gibt. Wie viele Paar Schuhe habt ihr dabei am Open Air? Drei Paar. Ein Paar Schuhe. Was brauchst du jetzt Schuhe in diesem Wetter? Hat ja keinen Regen einmal in diesem Huren Open Air, jetzt mal keinen Regen. Und hast du überhaupt Schuhe dabei? Nein, für wen? Zwei. Eins? Ein Pferdli. Ein dreckiges Paar. Dreckiges Paar, genau. Hat dir noch niemand Zeichen vertrampelt? Mal gestern am Ring-Konzert. Dort war es ganz schlimm, aber das ist egal. Es ist Open Air. Da geht schon. Und was machst du an dem Konzert? Ja, barfuß einfach ein bisschen dort stehen. Ist du noch nie einfach auf die Füße gestanden? Nein. Also wenn es mal schön ist an diesem Open Air St. Gallen, dann sieht man die verschiedensten Paar Schuhe rumlaufen. Außer High Heels und Gummistiefel eben. Die haben wir heute nicht gesehen.